Mein Name ist Mirko Schott. Als Niederlassungsleiter bin ich verantwortlich für 200 Mitarbeiter hier am Standort. Ja, vor ziemlich genau 20 Jahren wollte ich eine kaufmännische Ausbildung machen. Die DHL war für mich natürlich ein sehr interessanter Arbeitgeber, weil weltweit und international tätig. Und man hat hier natürlich super viele Möglichkeiten, alles Mögliche auch zu machen und sich selbst weiterzuentwickeln. Nach Abschluss meiner Ausbildung habe ich hier in der Disposition gearbeitet, habe dann aber für mich gesagt, okay, ich möchte mich auch selbst nochmal weiterbilden, habe dann berufsbegleitend studiert, bin da auch entsprechend unterstützt worden mit flexiblen Arbeitszeiten. Also davon habe ich dann persönlich schon profitiert. Am meisten Spaß macht mir die Flexibilität und die Schnelllebigkeit, die wir hier haben. Jeder, der aufgeschlossen ist, offen ist und Lust hat, Dinge auszuprobieren, ist bei uns genau richtig. Ich bin Nadine Siemes und leite die Nahverkehrsdisposition. Also meine Aufgabe bei der DHL ist die Vergabe der Gebiete für Unternehmer, die bei uns eingesetzt werden, und die Mitarbeiter zu führen und auch bei den Aufgaben zu unterstützen. Also das Gute ist, dass am Ende des Tages immer alles erledigt sein muss. Und das ist das Spannende an dem Job, also dass man da alle Kundenwünsche zufriedengestellt haben muss. Das Arbeitsklima ist sehr gut. Da habe ich noch überhaupt gar nicht bei der DHL erlebt, dass da ein Unterschied gemacht wird, von welchem Geschlecht man ist, sondern dass es eher auf meine Stärken ankommt. Also wenn ein neuer Kollege ins Team kommt, der muss auf alle Fälle Bock auf seinen Job haben. Alles andere kann man erlernen. Es macht Spaß, Teil des Teams zu sein, und ich fühle mich wie in einer großen Familie. Mein Name ist Hassan Yildirim. Ich arbeite seit 19 Jahren bei der DHL und bin Schichtleiter auf dem Umschlagslager. Ich bin als Zeitarbeiter bei der DHL gelandet. Ich hatte keine Ahnung, wie die Logistik aussieht. Das war alles total wild fremd. Das ist nicht wie in einer Fabrik an einer Maschine stehen und auf den Knopf drücken. Nein, da wurde immer etwas Verschiedenes gemacht, irgendetwas anderes. Aber mit der Zeit habe ich bemerkt in der Logistik, das macht einfach nur Spaß. Da habe ich gesagt, okay, streng dich mal an, vielleicht hast du ja eine Chance. Das hat sich wirklich ergeben. Dann haben sie mich übernommen. Das Entwicklungspotenzial bei der Logistik ist für jeden da. Die Treppen nach oben sind nicht verschlossen. Die Atmosphäre ist eigentlich super. Also solange alle zusammenhalten und miteinander mitspielen, dann ist die Atmosphäre einfach genial. Und mein Prinzip hier ist, keiner darf schlechte Laune haben außer ich. Die Eigenschaften eines neuen Kollegen, der muss im Team arbeiten können und mit Stress umgehen. Das sind eigentlich die wichtigsten Voraussetzungen, die man mitbringen sollte. Also immer Mut, immer bewerben. Kein Tag ist hier wie der andere. Hier ist jeden Tag eine andere Herausforderung. Ich bin am Abend schon stolz, wenn ich sehe, wie vollbeladene LKWs hier rausfahren, ja, und die Waren unserer Kunden verteilen. Wenn ich beschreiben müsste, warum ich jeden Morgen aufstehe und diesen Job gerne mache, würde mir als erstes meine Kollegen einfallen. Was hält mich hier? Es ist die Logistik, weil es macht einfach Spaß. Und die DHL, ich meine, wer möchte da nicht arbeiten?